10 Fakten über Feuer, die du garantiert noch nicht kanntest. Wenn dich das interessiert, dann bleib da einfach dran. Ja moin, mein Name ist Alvo, ich bin gerade im Wald unterwegs. Schön, dass du bei diesem Video eingeschaltet hast. Bei mir dreht es sich in den letzten Tagen die ganze Zeit um Feuer, Feuerarten, wie mache ich am besten Feuer etc. Und da dachte ich mir, ein kleines Video über 10 Feuerfakten könnte durchaus interessant sein, oder? Ja, finde ich auch. Deshalb kommen wir gleich zum ersten Fakt. 2017 war das Jahr mit den niedrigsten Waldbränden seit Aufzeichnung der Waldbrandstatistik, nämlich nur 424 Waldbrände, nur in Anführungszeichen natürlich, und es brannten insgesamt 395 Hektar. Im Mittel von 1993 bis zur 2017er Marke bewegen wir uns damit aber unterdurchschnittlich. Das heißt, normalerweise ist die Waldbrandgefahr und die Häufigkeit häufiger, als es 2017 der Fall war, nämlich mit durchschnittlich 1001 Brandfall bei 505 Hektar. Wenn man sich diese Zahl anschaut, dass aber normalerweise im Mittel mehr als doppelt so viele Anzahl von Waldbränden sind, aber es ist nicht doppelt so viel Hektar, fällt dabei aber gleichzeitig auf, dass trotzdem pro Waldbrand relativ viel Wald abgebrannt ist 2017. Die Statistik für 2018 ist noch nicht draußen, kommt meistens so um September des nächsten Jahres. Also wir sind jetzt in 2019, das heißt in ungefähr ein paar Monaten halt. Die höchste Flammentemperatur, die man unter Idealbedingungen erreichen kann, bei uns auf der Erde sind knapp 6000 Grad. Das ist doppelt so viel, wie bei der Verbrennung von Erdgas entstehen kann. Und die physikalischen Hintergründe muss ich ablehnen, weil diese Worte kann ich mir nicht auswendig lernen. Wenn die Moleküle Dicyanoethin, eine Kohlenstoff-Stickstoff-Verbindung, und Ozon, ein Sauerstoffmolekül mit 3 Atomen miteinander reagieren, bei extremem Druck von 40 Bar. Zum Vergleich, eine normale Kerzenflamme zum Beispiel erreicht ungefähr Temperaturen von 1400 Grad. Ihr kennt das vielleicht noch aus dem Chemieunterricht, wo man ja auch immer den Bunsenbrenner hatte. Dort ist das ähnlich. Der größte Städtebrand, der jemals notiert worden ist, zumindest laut Aufzeichnung, wurde im 17. Jahrhundert in Aachen festgestellt oder passierte dort. Dabei brannten über 4.665 Häuser ab. Zum Vergleich, bei der Brandkatastrophe im 19. Jahrhundert in Hamburg brannten gerade einmal knapp 1.500 ab. Sehr interessant ist an dieser Stelle, dass in der Städtebrandstatistik nicht aufgeführt wird, beziehungsweise es wird erwähnt, aber es wird nicht mit reingezählt, ist der Großbrand von Hamburg infolge des Zweiten Weltkrieges, dass die Engländer uns damals bombardiert haben, auch gezielt, das haben sie tatsächlich zugegeben, um diesen Brand überhaupt auszulösen. Dabei starben übrigens früher 30.000 Menschen, aber solche Städtebrände infolge von Krieg zählt man da nicht mit rein. Übrigens, damals in Aachen, bei dem größten notierten Brand mit über 4.500 Häusern, ging der Originalbrand tatsächlich anscheinend von einer Bäckerei aus, was ich, die Brötchen sind auf jeden Fall durch. Ihr kennt bestimmt das Sprichwort, es breitet sich aus wie ein Lauffeuer. Oder eine Nachricht breitet sich aus wie ein Lauffeuer. Damit meinen wir mittlerweile ein Lauffeuer im Sinne eines Buschbrandes. Das scheint aber nicht die originale Bedeutung zu sein. Original war damit wohl das Feuer aus Gewehrmündungen gemeint. Und wenn mehrere gleichzeitig schossen hintereinander, dass sich dann die Nachricht, dass der Krieg beginnt oder der Kampf beginnt, wie ein Gewehrfeuer ausbreitet. Beziehungsweise wie ein Lauffeuer. Die häufigste Brandursache in Städten zum Beispiel ist in 2016 mit 33% Elektrizität angegeben. Die Schmiedekunst, die natürlich eng mit der Feuerkunst verbunden ist, ist vermutlich über 8000 Jahre alt. Am Anfang wurden dabei natürlich eher leicht zu verarbeitende Metalle benutzt wie Gold, Silber und Kupfer. Viele Aufzeichnungen legen übrigens mittlerweile nahe, sind die Engländer wieder da oder was ist hier los? Erkenntnisse über den Schmiedeberuf legen übrigens nahe, dass es, anders als in manchen Filmen dargestellt wird, ein sehr, sehr angesehener Beruf ist. Irgendwo ja auch logisch, weil ohne einen Schmied kann man wohl schlecht Krieg führen. Gleichzeitig ist es auch sehr interessant, dass sogar schon die alten Griechen einen Schmiedegott hatten. Dabei zeigt sich natürlich, wie alt dieses Handwerk ist.
und wie viel Bedeutung es auch schon damals hatte. Im alten Griechenland gab es vom Philosophen Empedokles, ich hoffe, ich habe das richtig gelesen, Empedokles, die Elementarlehre um 500 vor Christus. Dabei war das Feuer eins von vier Elementen. Wir kennen das zum Beispiel auch noch Wasser und Wind dabei. Und der Vertreter, der Gott für das Feuer, war Zeus. Und damit stand das Feuer gleichzeitig für Ehrgeiz und Zielstrebigkeit. Im späten ausgehenden Mittelalter bzw. Anfang Industrialisierung, das ist ja Übergangszeite. Im späten Mittelalter bzw. frühe Industrialisierung und verschiedene andere Zeitepochen, das war ja geografisch immer ein bisschen unterschiedlich, gab es durchaus an verschiedenen Orten Holznöte. Diese Holznöte haben den König dazu veranlasst, den Holzverbrauch zu reglementieren. Und das wurde versucht, indem man kleinere Kaminöffnungen vorgeschrieben hat. Das hat natürlich nichts genützt, weil dann haben die Leute einfach das Holz kleiner gemacht und dann reingestopft, anstatt es im Großen in den Kamin reinzustopfen. War nett gemeint, aber hat die Holznot natürlich überhaupt nicht gelindert im Endeffekt. Der Österreicher Egon Rasch hält übrigens einen Rekord. Er hat 112 Feuerfackeln in einer Minute 2012 mit dem Mund gelöscht, denn er ist Feuerschlucker. Die Kunst des Feuerschluckers besteht übrigens darin, die Flamme zu löschen, indem man ausatmet und ihn so mit dem Kohlendioxid, was ja beim verbrauchten Sauerstoff entsteht, die Flamme zu löschen. Seit wann die Menschen genau Feuer benutzen, ist ein umstrittenes Thema, was sich wahrscheinlich auch niemals genau klären lassen wird, weil es überall auf dem Kontinent immer mal wieder anders benutzt worden ist und durch Zufall entstanden ist. Aber die älteste Feuerstelle, die man bis jetzt gefunden hat, ist über 1 Million Jahre alt. Diese Stelle hat man in den Wonderwerkhöhlen gefunden in Afrika und dort hat man verkohlte Reste von Knochen und Holz gefunden, was natürlich in einer Höhle darauf schließen lässt, dass dort dieses Feuer extra gemacht worden ist. Denn draußen kann ja auch einfach ein Blitz zum Beispiel eingeschlagen sein oder ein Buschfeuer etc. Deshalb gilt das als gesicherte Feuerstelle. Trotzdem glauben manche Forscher, dass es schon deutlich früher Feuerstellen und ja, richtiges benutztes Feuer für den Sinn des Kochens gegeben hat. Das kann aber bis heute nicht bewiesen werden. Ich bin mal gespannt, ob vielleicht noch mal irgendwann eine Feuerstelle gefunden wird, die noch älter als 1 Million Jahre ist. Tja, das waren 10 Fakten über das Feuer. Da waren bestimmte Dinge dabei, die mich selbst beim Recherchieren überrascht haben, die ich auch ganz interessant finde, vor allen Dingen mit den Waldbrandstatistiken in Deutschland. Wenn dich das interessiert hat, dann schreib mir doch einfach mal unten einen Kommentar rein. Darüber würde ich mich sehr freuen. Vielleicht hast du ja selber noch ein paar Fakten für mich parat. Ansonsten gibt es hier links und rechts weitere Videos und unten in der Videobeschreibung findest du alle Informationen, die du nur irgendwie dir vorstellen kannst. Ansonsten, wenn du mal eine Frage hast, die dort drin nicht beantwortet ist, dann schreib mir doch einfach unten in die Kommentare rein, dann beantworte ich sie dir direkt. Ansonsten sage ich bis zu den nächsten Videos. Tschüss, tschüss.